Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV am Montag. Schon ganz schön spät, ne? Was geht los da rein? Ausfahrt TV News, was bei uns diese Woche passiert, möchte ich euch erzählen. Und es ist gar nicht so wahnsinnig viel, von daher kann ich mich kurz halten. Wir haben bis heute den Skoda Karoq gehabt. Die ganzen Videos sind schon online, der ist heute abgeholt worden. Und im Austausch haben wir einen Jaguar F-Pace bekommen. Also jetzt im Ausfahrt TV Fuhrpark ein Jaguar SUV werden wir euch in 2 Wochen, nehme ich mal an, vorstellen. Und wir haben ja auch immer noch den Seat Alhambra da, den werde ich wohl am kommenden Wochenende abdrehen, also Ostern. Muss ich mich einen Tag mit dem Osterhasen gut stellen, dass ich da arbeiten kann, werde ich aber hinkriegen, denke ich mal. Der Tobi hat diese Woche Urlaub, schneidet nicht, kann nichts schneiden, ist noch gar nicht zum Schneiden da. Ich bin jetzt auch weg. Also ich setze mich jetzt quasi ins Auto, fahre nach Hause, packe und morgen früh geht es dann los nach USA. USA. Ich fliege nach New York zur Autoshow und will da 1, 2, 3 Clips mit Mercedes machen, weil ich ja nicht in Genf war, versuche ich dann die Neuigkeiten vorzustellen. Nicht nur die aus New York, sondern die auch aus Genf. Und mal gucken, wer an restlichen Herstellern da ist. Ich bin allerdings ohne Ike unterwegs, sondern bekomme da vor Ort ein amerikanisches TV-Team. Ich habe ein wenig Angst. Hello you, can you film me please? You know my English is not very good. Ja, das ist es aber auch schon. Videotechnisch passiert diese Woche fast gar nichts. Wir mogeln einen Clip raus. Tobi soll jetzt ein bisschen sich um Infotainment-Systeme kümmern. Da hat er schon mal eins abgedreht, ein Clip. Das werde ich auch diese Woche noch freigeben, wo er euch aufruft, Feedback zu geben. Aber ihr hättet schon ein zweites gedreht und eigentlich braucht ihr zu dem ersten noch gar kein Feedback geben, weil das zweite ganz anders sein wird als das erste. Trotzdem rausschieben wir es natürlich und ich werde auch nochmal einen zweiten Clip rausbringen zu dieser Shell-Geschichte. Ihr erinnert euch grob, da gibt es jetzt ein Feedback, die Studio ist durch und da kann ich euch ein bisschen was erzählen. Jetzt aber erstmal sage ich, das war's und erwartet diese Woche gar nichts. Dann werdet ihr positiv überrascht. Ja, so ist es, ne? Und wer sich wundert, warum ich hier mitten am Tag mit so einer ollen Mütze rumsitze, ich komme selber noch nicht damit klar, dass ich keine Haare mehr habe hier und auch keine Haare hier. Das war gewollt, das war eine Kurzschlussreaktion und ich bin noch nicht so ganz glücklich damit. Kann man ja auch mal sagen, ne? Bin ja auch so ein bisschen Lifestyler. Darum jetzt mit so einem Deckel, weil ich das Käppi auch nicht mit habe, sondern nur den Deckel. Ist auch ganz schön kalt immer noch, ne? Gut, aber ich komme jetzt ans Schwafeln, das muss ja auch nicht sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sag wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan.